Ja, und herzlich willkommen zurück. Heute steht ja die erste Prüfung an. Und ja, aber vorher machen wir noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, ein paar Kleinigkeiten, auch ein schönes Wort. Ja, wie zum Beispiel eine Akademie joinen und die restlichen Fähigkeiten lernen. Da haben wir ja auch noch nicht alle erlernt. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mit den ersten an. Also, beziehungsweise mit in eine Akademie joinen. Gut, dazu steigen wir auf unser komisches Etwas. Ne, unseren Tiger. Ja. Kann man dazu sagen. Mit leichten Abgrenzungen. Abweichungen, besser gesagt. Gut, also klicken wir den Gildenmeister an, Akademie und Enthrall. Diese Chainwächter, die sehen doch ganz gut aus. Da schreiben wir uns mal ein. Und sind auch gleich reingekommen. Also sie ist nicht voll. Und die Belohnungen sind doch auch sehr nett. Könnt ihr euch ja hier mal angucken. Beziehungsweise wer die jetzt sehen möchte, länger sehen möchte. Der kann das Video ja auch pausieren. Die Items, die sind ich immer mit meinem okay, das muss ich mir abgewöhnen. Jedenfalls die Items, die, ja, seht ihr selber, sind zwar welche vorgegeben, aber sie sind zurzeit nicht im Lager. Und wären die im Lager, dann würde man die auch bekommen. Und diese T3 Magie-Konzentration oder ja, Magie-Konzentration, die ist zurzeit im Lager, deswegen bekommt man die auch auf einmal auf Level 35, einmal auf Level 45 und einmal auf Level 55. Gut. Ja, dann hätten wir das auch schon mal geschafft. Dann steigen wir mal von unserem Gefährt ab und erlernen mal die restlichen Fähigkeiten. Sind ja nur noch vier. Ja. Dann rüsten wir die auch gleich mal wieder auf. Beziehungsweise ersetzen die alten. Und dann geht es eigentlich auch schon an die Prüfung. Mit Prüfung meine ich jetzt natürlich Jobchain Quest. Wer das jetzt nicht wusste, was ich mit Prüfung meine. Okay, eigentlich bringt es ja eh nichts, das zu erklären, weil es gucken keine meine Videos, aber das ist mir eigentlich egal. Ich mache Videos, weil es mir Spaß macht und weil sie mir einfach dann gefallen, wenn ich sie mir angucken kann. Ja, ich gucke meine Videos manchmal, nicht immer. Manchmal meine selber an. Ja, gut, dann labern wir diesen Schutian doch einmal an. Und dann auf Questliste und dann auf If you wish to be stronger. Acceptable. Table. Gut, next und das letzte Promotion. Job stand da, glaube. Und dann müssen wir ihn nochmal anklicken. Genau. Da können wir jetzt auf einfach auf Beginn. Gut. Und jetzt, ja, jetzt ist die Dings-Quest angenommen. Beziehungsweise die Prüfung. Ja, hier steht's. Da steht's, Rearting NPC Grandmeister Zane. Da müssen wir jetzt hinreiten. Der steht im Nebelwald. Müssen den anlabern und so. Und
dann ja fragt er uns, ob wir ins Schattenverlies wollen nach, ja gut, und dann beginnt die Prüfung. Das ist sehr schön. Ach ja, ich muss mich wirklich entschuldigen, dass gestern war Dienstag, der 8.9.2013, wenn ich mich gerade nicht irre, müsste es gewesen sein. Ja, das war er. Gestern war der 8. Und da kam kein Part, beziehungsweise keine Folge von Fiesta Online, Privatserver, Chain Online. Und ja, das ist einfach aus dem Grund, ich habe beschlossen, das habe ich für mich jetzt beschlossen, ganz einfach. Am Dienstag werde ich für mich sozusagen einen Ruhetag machen. Ja, das können jetzt manche so sehen und manche wieder so. Manche können das auch ganz scheiße finden. Und manche können es auch mögen. Das ist mir jetzt eigentlich egal, was ihr darüber denkt, weil ich brauche auch mal einen Ruhetag. Ja. Obwohl, eigentlich nicht. Aber nee, dieser Ruhetag dient mir eigentlich nur mal dazu, weil ich lade ja ab sofort jeden Tag jetzt eine Folge oder zwei, kommt immer ganz drauf an, Folgen hoch. Und dann, ja, habe ich mir mal gedacht, musste auch mal einen Tag als Ruhetag nehmen. Und ja, das ist jetzt eben der Dienstag. Gut, dann gehen wir mal zu den Grandmeisters ein. Und sehen hier ein Vibe, das heißt unzähmbar. Auch sehr nett, wenn du mein Video guckst. Ich grüße dich hiermit. Und ja. Bla 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 und bla bla bla. Gut, da gehen wir aber noch nicht rein. Wir kaufen nochmal Steine. Und machen uns dann nochmal einen HPV und ein Amos rein. Und ja, dann sollten wir das eigentlich ganz schnell schaffen. Diesen Ring können wir auch mal anlegen. Okay, ich bin... Na doch. Ich bin ja ein Damage-Dealer. Auf Deutsch, Gladiator. Und wieder auf Deutsch, Schadensausteiler. nee. Also, falls ich jetzt wieder so arrogant wirke, das will ich nicht. Das habe ich ja schon mal in einem Part gesagt. Es tut mir auch wirklich leid und ja, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Gut, also wir fangen jetzt an. Also 3, 2, 1, okay, los geht's. Wow, es ist dunkel. Okay, ja, nee, das stehe ich jetzt nicht vor. Ihr könnt ja pausieren, wenn ihr wollt. Und wir haben vergessen, einen HPV reinzumachen. Und das Amos. Das haben wir ja vollkommen vergessen. Das ist nicht so gut. Ja, renn nur weg. Renn nur weg. Ich bin the King of the World. Naja, eigentlich nicht. Ja, genau. Renn durch die Mauer. Genau. Okay. Gut. Ja. Ja. Der hat auch eine schöne HP. 6180. Und wir machen den Capping ganz schön Schatten.
Das ist sehr schön. Ach ja, was mich auch sehr freut, mein erstes Video, beziehungsweise meine erste Folge, mein erster Part, wie man es gerne haben möchte, hat 3 Likes. Das freut mich sehr und ich möchte mich dafür auch bedanken. Und ja, also echt danke dafür. An die Leute, die das geliked haben. Freut mich wirklich. Und ja. Ha, wir machen dich kaputt. Wegen den Ladezeiten, ja, da. Das. Ich glaube, das kann ich dann mal abschminken, dass ihr das entscheidet. Dann werde ich mir damit wohl selber was einfallen müssen. Gut, noch das Vieh und dann, ja. Also, wer das hier nicht kennt, ich werde es kurz mal erklären. Eine Jobchain Quest ist eine... Ah, ich sag mal Dungeon Quest in Anführungsstriche gesetzt. Da werdet ihr vom Krieger zum High-Krieger beziehungsweise High-Lander befördert. Und dann könnt ihr eben neue Waffen und so tragen. Wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr nichts Neues tragen. Also ist wie so eine Beförderungsquest. Ja, es gibt... Ah, nee, das sage ich jetzt mal noch nicht. Ich möchte nicht spoilern. Jedenfalls... Beziehungsweise hier, wie ihr seht, müssen wir diese ganzen Monster hier vernichten. Und... um das hier abzuschließen und am Ende dann noch gegen was kämpfen. Aber das sage ich jetzt nicht was, das werdet ihr dann selber sehen, weil ich mag es einfach nicht zu spoilern. Ich hasse das dermaßen und ja. Ja, noch ein Grund, das wollte ich auch noch sagen, hier wegen meinen Haaren. Ihr seht da keinen Hut mehr. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe eine Aufnahme gemacht und immer wieder eine Aufnahme gemacht. Und komischerweise hat man unter den Hut nur noch meinen halben Kopf gesehen. Das sah natürlich sehr lol aus, aber sowas möchte ich eigentlich in kein Let's Play. Bei mir jedenfalls, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, die können sowas ja gerne reinmachen. Jedenfalls bei mir möchte ich das ungern drin haben. Und ja, wie ihr seht, wir müssen jetzt gegen den da kämpfen. Ich bin natürlich viel schöner. Nee, aber ja. Also, das besteht einfach ganz hier, ganze draus. Am Anfang müsst ihr einfach ganz kurz nur gegen den kämpfen, bis der so 5000 Schaden, genau. Ich bin ja auch deppig. 5000 Leben hat nur noch oder so. Und dann rennt er weg. Habt ihr alles gesehen? Dann kommt ihr in so verschiedene Räume, müsst diese Monster besiegen und dann müsst ihr am Ende nochmal gegen den kämpfen, aber diesmal müsst ihr ihn vollkommen besiegen. Also nicht nur bis 5000, sondern richtig down machen. Gut, wir haben es jetzt geschafft und ja, das war eben nochmal alles zusammengefasst von dieser Beförderungsquest. Gut, ja, dann geht's morgen dann wieder weiter mit Leveln. Ja, wie ja, das sage ich jetzt mal noch nicht. Wie, ja, also wie
Also, wie ihr hier jetzt seht, gibt es jetzt ein Einhandschwert, ein Zweihandschwert und eine Axt. Und wir wählen natürlich als Damage Dealer die Axt. Oh Mann, ey. So, und jetzt steht da, Shake LP has just become level clever, clever fighter. Ja, ihr wisst, was ich meine, beziehungsweise was da steht. Ja. Clever Fighter, oder Clever Fighter, keine Ahnung, wie man es ausspricht, sorry. Heißt auf Deutsch Highlander. Gut, ja. Das war's jetzt. Also denke ich mal. Ja, wir haben jetzt hier noch so ein paar Items bekommen. Beziehungsweise ein Item. Das können wir eigentlich auch gleich mal benutzen. Ist immer gut, größeres Inventar zu haben. Gut, jetzt steht hier auch nicht mehr Fighter, sondern Clever Fighter. Oder auf Deutsch Highlander. Gut, die STR können wir noch skillen. Da bekommen wir wenn wir die Beförderungsquest abgeschlossen haben, bekommen wir noch 5, beziehungsweise erfolgreich abgeschlossen haben, bekommen wir noch 5 Skillpunkte dazu. Gut, jetzt habe ich aber erstmal genug gelabert, denke ich mal. Ihr müsst auch von mir denken. Ich laber nur. Okay, ich rede gar nicht weiter. Ihr kennt mich. Wenn ich einmal. Ich laber nur Scheiße. Sagen wir es so. Gut. Da rüsten wir noch gleich mal die Axt aus. Dann machen wir das Ganze so. So. Ja, bei Platz 9 in TOG. Keine Ahnung, was das heißt. In Game. Flash Sale. Also wer den Server zockt, kann da ja jetzt zum Flash Sale gehen. Gut, das war's jetzt eigentlich auch von meiner Seite. Ja, noch eins. Mit dieser Axt könnt ihr ja dann könnt ihr dann auch bestimmte Fähigkeiten zum Beispiel nicht mehr nutzen. Und andersrum zum Beispiel mit den Einhandschwert könnt ihr dann zum Beispiel andere Fähigkeiten wiederum nicht nutzen, die ihr aber wiederum mit der Axt nutzen könnt. Also wenn ihr die Sachen tragt. Gut, aber das war es jetzt wirklich von meiner Seite. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bitte, bitte seid nicht so böse zu mir. Nein, eigentlich bin ich der Böse, aber egal. Vergesst es, was ich wieder gesagt habe. Nee, aber. Genau, jetzt ist mir nochmal eingefallen, was ich in den dritten Part oder so sagen wollte. Irgendwas mit Werbung. Beziehungsweise, Werbung schadet ja nie. Also ich wollte damit sagen, ja, also liked mein Video, abonniert mein Video. Ja, genau, abonniert mein Video, genau. Und ja, also liked mein Video. Bitte, ihr müsst nicht, ihr könnt auch disliken, ganz viele Dislikes sind auch cool. Und ja, aber wenn es geht, liken, abonnieren, favorisieren und kommentieren, das würde mich sehr freuen. Okay, das war's aber jetzt wirklich von meiner Seite. Ich bin jetzt hier raus und dann bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis morgen. Oh, meine Sprache. Echt. Okay, ciao Leute, dann bis morgen. Reinhauen.